Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Warhammer 3 mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Und wir sind zurück mit dem mächtigen Lokia und freuen uns erstmal darüber, dass Miao Ying vernichtet wurde. Halleluja. Ja, die Mission wurde abgebrochen, weil den jemand anders geattentätet hat. Und wo die kommen, weiß ich nicht. Das Ding haben wir gebaut, alles klar. Ah ne, das haben wir abgerissen hier, ne? Ganz genau. Weil wir Kunlan auf jeden Fall wegtauschen werden, ne? Kunlan werden wir nicht behalten. So. Hier unten ist diese eine Beastman-Armee. Da würde ich sagen, laufen wir mal so hin. Hier oben können wir uns momentan noch ein bisschen gedulden. Sieht ja so aus, als würde Ash in den Schrein der Alchemisten angreifen. Das ist in Ordnung. Wo hatten die denn noch eine Siedlung, die ich mit denen tauschen wollen würde? Muss ich gleich nochmal gucken. Natürlich jetzt nicht so gut, wenn sie Hai Chai. Können sie sowieso nicht angreifen. Okay, alles klar. Scream for me! Okay, so gut genug. Ich weiß nicht, ob das ist, was sie sich vorgestellt hat. Dann machen wir das mal schnell automatisch. Ja klar, plündern und besetzen, ne? Ausrauben wäre natürlich auch nice. Aber wir haben natürlich mehr von den... Wir haben natürlich mehr von einem größeren Sklavenkontingent. Reparier das mal. Und... Sklavenkapazitäten und Brune. Ja, wir machen erstmal hier die Kontrollgebäude. Indische Kloster wollen wir auch gerne haben. Ne? Schau mal gerade, wo hatte Eshin denn? Da, Weng Chang hatte Eshin oder hat Eshin. Ja, wäre vielleicht dann doch noch ganz praktisch, das mit denen zu tauschen oder so, ne? Ja, vielleicht dann doch noch ganz praktisch, aber das spielen wir momentan ganz locker flockig langsam runter. Gebundener Zauber 9 Sekunden, Dauer 20. Radius 10 Meter, 7 Meter pro Sekunde, Reichweite 100, Dauer 21, Abkühlzeit 120, am Boden mittelgroß bewegen. Vorne bewegender Wirkungsbereich stark gegen mehrere Einheiten. Machen wir das doch mal direkt mit, wenn ihr das kann, ist doch cool. Lord of the Black Court. We have a deal. Sail, damn you. Ja, roll mal ein bisschen weiter. The trees hide prey. Es gibt für diese Archen leider immer recht wenig Interaktionsmöglichkeiten. Das ist ein bisschen schade. Too far inland. Aber so ist es. So. Das sieht für mich... Wie sieht denn die Garnison von Bechai aus? Die geht eigentlich auch noch. Fahren wir mal hier hin, damit wir da so in der Reichweite sind. Und... Ich überlege echt, wollen wir einen Drachen mitnehmen? Ich meine, der Drache... Boah. Wir nehmen eine Caryaptis mit. Wir nehmen eine Caryaptis mit. Ich glaube, das ist die bessere Einheit hier. Also Flugeinheiten auf sehr schwer bleiben doch leider oftmals hinter den Erwartungen zurück, ne? Ja, mach mal Gewaltrudern an. Gewaltrudern ist immer gut. Fu Chao kommt später, können wir mit ihm ansonsten halt eben auch in zwei Runden mal angehen. Aber wichtig ist, dass wir uns um den Typen hier kümmern.
Loki ist da oben fertig. Brauchen wir in Kunlan irgendwas? Wir könnten das reparieren. Vielleicht verbessert das die Chancen für... Dingens, dass der... für Snitch, dass der das mit uns tauscht. Aber ich glaube, der tauscht das wahrscheinlich auch so mit uns, ne? Ich will den Typen nicht auswählen. Ich will die Stadt auswählen. Warte, wir gucken mal gerade. Wie heißt das Ding? Weng Chang hieß das, ne? Boah, da oben... Da gibt's eh gleich eine Revolte, ne? Bring fire and terror. Muss der Loki jetzt noch einmal da hoch? Das wäre sehr schade, aber es sieht so aus, als wäre das auch eine Möglichkeit, ne? Auf einmal hier hoch. So. Und dann... Zeig mir mal, wo ist der Snitch? Snitch, yes. Ich will halt lieber diese gesamte Provinz haben. Welcome, Elfings. You speak. Mal Weng Chang für Kunlan. Ich muss da Geld drauf zahlen. 5000, du bist wahnsinnig. Du bist einfach nur bekloppt. Du bist einfach nur bekloppt. Okay, wir reparieren das und was machen wir hier rein? Das kostet mir zu viel Geld. Einkommen zu 100 Sklaven minus 10. Generiertes Sklaveneinkommen 10 plus 11% 111. Wachstum 20. Ansonsten behalten wir das und backstabben Snitch halt irgendwann. Was insofern witzig wäre, weil er ja eigentlich der Master Assassin ist, ne? Ich muss hier mal kurz pausieren, Moment. Nichts passiert. Part of the crew. Okay, wir können da aber nichts geben. Plündert folgende Region. Consider it done. Aboard the Tower of Blessed Dread. With no mercy. Next time. Warte mal. I am going. Ja, du verbesserst die öffentliche Ordnung, deswegen wartest du bitte hier. Genau, wir wollen ja die Revolte auslösen. I seek the warmth. Wo ist der Beastman? Hat sich mal wieder versteckt. Nee, da ist er. Sorceress. Wo will der hin? Nach Chimay? Do not vex us further. Okay. Foul Sorceress. Wir gehen nach Jiju. Da würden wir die öffentliche Ordnung erhöhen. All powerful sorceress. Lord of the Black Court. I admire your darkness. Und ich finde, du bist auch ein toller Kerl. Closer. Hecate, guide me. Spreading. Komm, wir laufen dahin. Ich will das, ich will diese Provinz jetzt haben, dann ist gut. Was wir da unten verlieren, interessiert doch niemanden, oder? Das sind doch alles so wertlose Provinzen, ja? So, nächste Runde. Karteischen Nationalisten sozusagen, ja. Um mal im EU4-Sprech zu bleiben.
Schauen wir mal, was die sich hier so dabei gedacht haben, ne? If you bore the Tower of Blessed Dread, you must... Ja, dafür erklärt mir jetzt Sheng Ye den Krieg, okay. Ja, ist mal so, ne? Damn this heat. I agree. Red Blade. Slaughter and enslave. We must Sklaven nehmen wir doch gerne mit, ne? Mal gucken, dass wir irgendwo noch unsere Sklavenkontingente erhöhen. Du erhöhst ja jetzt auch hier so schon mal die öffentliche Ordnung. Kannst du jetzt einfach mal so hier in die Richtung laufen. Ja, wie der dann so loskrabbelt. So. Sieht schon irgendwie ulkig aus, okay. Niedrig klingt gut. Setzen wir einfach nur so. Okay, Kontrolle plus 4 klingt gut. Dreadlord of Naggaroth. Kannst hier bleiben, ist in Ordnung. Unequaled. Was will er machen? Shanshin angreifen wahrscheinlich, ne? Das wollt ihr. Zu Atmar. Ah, das passt doch dann, ne? Blackheart. Du hast deine Charybdis fertig. Sehr schön. Such slaughter awaits. Double time. Da geht's hier. Dreadlord. Wen haben wir noch nicht? Dich, ja. Mhm. Set the sails. Geh mal hier hin. Kannst immer hier warten. Das muss ich jetzt einmal hier nochmal zeigen. Wir können jetzt hier alle Gebäude ausbauen. Auf die höchste Stufe. Gibt es denn hier irgendwas ganz Besonderes, was wir hier bauen können? Nee, nicht so wirklich. Ne? Wir können noch hier die Schwarze Straße bauen. Den Hafen können wir ausbauen und so weiter. Dann zeig doch mal ganz kurz Einkommen. Einkommen, Rang, Waffen. Wachstum, Einkommen. Erfolgschance, Hinterhalt. Also es gibt kein Gebäude, was... Oder keine... Es gibt nichts, was uns die Gebäude günstiger macht, ja? So gesprochen, ne? Einkommen aus Handelszöllen und durch lokale Gebäude. Und das machen wir hier. Das Anwesen der Meister reißen wir ab. Da bauen wir dann auch sowas rein, ne? Für mehr Geld. Das bauen wir aus für mehr Geld. Und jetzt suchen wir uns noch ein Gebäude, das uns irgendwie Geld oder zumindest noch einen Helden bringt. Ein Verteidigungsgebäude könnte auch interessant sein. Einfach nur, damit wir da oben auf jeden Fall sicher sind. Allerdings, ja, du bringst auch tatsächlich Garnisonseinheit mit. Dann machen wir das doch. Denn, also was wäre noch, eine Todeshexe, das wäre ein cooles Gebäude. Kapazitäten für Todeshexe, Assassin und Rang für Todeshexe und Assassin. Wir reden hier von mehreren 10.000. Das ist schon sehr teuer, ne? Also über 10, also ich will damit sagen, wir reden hier von über 10, wir reden von 8, 9, ja, von ungefähr 10.000, ja. Okay. Eine Hexe und ein Assassin. Also das brauchen wir auf jeden Fall nicht, weil das bringt ja auch kein Geld, das produziert nur Ressourcen. Das bringt dann auch wieder Geld, aber... Ist nicht so wichtig. Du bringst nochmal Kontrolle, aber du bringst auch kein Geld ein. Und du bringst mir Forschungsrate. Und dann würden wir dann doch eher auf die Forschungsrate gehen, weil
Ja, und das hier würden wir noch abreißen. Das Wachstum brauchen wir ja auch nicht mehr. Dann haben wir wieder zwei Slots frei. Ne? Nein, dann könnten wir das machen. Das sollten wir. Aber dann natürlich nicht in einer Situation machen, wo der Haushalt ein bisschen klamm ist, ne? Wo wir eigentlich noch eine Armee auflösen müssten. Und ohne Fu Chao jetzt besiegt zu haben, What is your dark sehe ich purpose? das noch nicht so. Victory as always. Ja, wie gesagt, das Spiel möchte wahrscheinlich langsam gespielt werden. Every skull that decorates this deck adds to my legend. Why should I not? Okay, wir machen das mit dem Militärzugang, einfach nur, weil es uns die Beziehungen verbessert und wir dann da jetzt auch mal, würde ich mal sagen, noch 20 Runden unsere Ruhe haben, ne? Wo die ist diese Rebellion hier drüben? Was ja jetzt nicht so schlimm ist. What do you seek? Ja. You waste my time. Wir sehen natürlich wieder, die KI macht das, was sie am besten kann, weglaufen. Supreme Sorceress of Dann Groth. stellen wir uns jetzt hier hin und hoffen, dass er uns nicht sieht. Das ist ja offenbar das, was wir machen Who seeks sollen. me? So würde ich das jetzt hier reinlesen. Und das gilt für dich ja genauso, ne? Guck mal, da ist der nächste Penner. We have a deal. Wie viele Provinzen hat Fu Chao denn? Child of the Nine. Wir haben drei Siedlungen, die anderen sind aber da unten. Gehen wir davon aus, dass er nicht kommt? Ja, wahrscheinlich, ne? Celestial Auf den einen mehr oder weniger kommt es aber auch nicht mehr an. Ancestors. Der Nakai findet das wahrscheinlich gut. Na, Kai kennen wir noch nicht. Lord of the Black Court. Anchors away. I must not fail. I command. So, wir fragen noch mal bei Snitch an. Deathbringer. You have words to say. We have ears to listen. Hat einen sehr hohen Value, den er da reinsetzt. 24,7. Ich könnte Militärbündnis machen, aber wir haben nichts davon. Warp-Flammenwerfer. Ja, wir wollen sowas wie Jezails, Rattling Gunner, sowas brauchen wir noch, ne? Eigentlich bräuchten wir noch gute Infanterie, aber die ist ja eigentlich nicht so wirklich zu kriegen, ne? The droop
Loki are restless. Ja, ich baue da aber nichts rein. Also ich meine, was wollen wir denn da? Sauber. Das mache ich deswegen automatisch, weil dann ist diese Armee auf jeden Fall weg. Und dann geistern hier nicht irgendwie noch so Restbestände von denen rum. Das wäre ja noch nerviger. Mission erfolgreich. Das ist hier Schlachtmeister plus 5 auf die It is time. Of course. Ja, lauf erstmal normal. Merciless. I care not. Und dann gucken wir da gleich mal. The sea gives comfort in the heat. Froome, son. Sorceress of the Dark Convent. Tyrant of Naggaroth. For the wood. Death and carnage wait. Occupy this place. So, besetzen wir natürlich für die Sicherung der Provinz. Holen uns den Kontrollbonus. Ach, guck mal, ne? Und dann ist dann sofort wieder einer da. Mother of the Dark Convent. Grand Corps. Super, dann greifst du jetzt den an, dann kann der andere nämlich nicht abhauen. Witzig, okay, hat er dann doch noch irgendwas überlebt von diesem Stamm der utigen Blackst. Okay. Cruel Sorceress. Be ready. Seeking entertainment. Vicious Dreadlord. The ocean awaits. Frag mich gerade, ob sich das für uns lohnt, hier zu switchen. Eine Armee werden wir hier auf jeden Fall hier unten brauchen. Die muss mit der Arche mit. Das wird dann die hier Armee hier sein. Obwohl, warte, stopp, nee. Schutz des Kane zuerst, bitte. Das ist wichtiger, sonst wird die einfach abgeknallt auf ihrem Molch, auf dem die da sitzt. Ja. Das wird nicht funktionieren. Powerful Sorceress. Bei der würde ich mir überlegen. Stufe 15 Heldin. Was wird die machen? Da ist halt einfach sehr viel los, ne? No rest. Lauf hier hoch. Black-hearted Dreadlord. Dass der da verschneist bekommt, halte ich für ein Gerücht, aber wahrscheinlich. With haste.
bekäme er diesen Verschleiß auch nur... Mal bleibt mal ruhig hier. Wahrscheinlich bekäme er diesen Verschleiß eben auch nur, wenn er... wenn er da campt, ne? Aber eigentlich dürfte er ja keinen Verschleiß auf See bekommen. Naja. Einkommen aus Haussiedlungsgebäuden bringt uns Geld, das ist schon mal cool. Alles, was Geld bringt, ist gut. Korruption, Rettungszauber für Hexenkrieger später, ja. Geschwindigkeit für Hexenkrieger später. Waffenstärke für Schreckenstärke, Geschossstärke, ja. Nehmen wir auf jeden Fall. Einkommen durch Sklaven. Einkommen durch Eisen-Goldminen, ja, brauchen wir auch noch. Aber genau, erstmal machen wir die besser. Ja, weil je besser unsere Crap-Einheiten sind, desto besser können wir mit denen kämpfen. I care not. Ja, und der kann ja nicht zaubern. Das heißt, der muss seine Kills mit diesen Dämmel-Einheiten machen. Auch da versuchen wir die dann zu upgraden. Da haben wir noch 7 Runden Cooldown drauf, okay. So, hier oben haben wir die entsprechenden Gebäude abgerissen. Das heißt, wir machen hier jetzt noch... Lass mal ganz kurz gucken. Sklavenkapazität plus 500, das wäre ja nicht so verkehrt. Das ist das Einkommensgebäude, das ist in Ordnung. So, jetzt die Frage. Bauen wir hier noch eine schwarze Straße? Das Wachstum selber brauchen wir nicht. Das Einkommen ist das Interessantere hier. Und da schauen wir uns mal ganz kurz die Details dieser Siedlung an. Also wir reden hier von ungefähr 250, ja, mehr an Einkommen, die wir bekommen. Das generiert einfach nur 1000, okay. Da haben wir noch das Ding, minus 10 Kosten für die, das brauchen wir nicht mehr. Kontrolle plus 20, naja, I don't know. I don't know. Also hier würde ich schon sagen, gehen wir auf den Turm der schwarzen Magie zuerst für die Forschungsrate. Forschungsrate ist wichtig, ne? Ermöglicht die Rekrutierung von Blutqualschreien. Ja, magischer Streitwagen. ...2900 ist es noch okay. Und jetzt ist die Frage... ...mit den zusätzlichen Folterpfählen... ...wäre das eigentlich eine ganz gute Sache... ...um noch ein bisschen mehr Kontrolle zu bekommen. Machen wir das noch. Denn je besser die Kontrolle ist... Maß an Kontrolle, minus 6, ja, sehr toller Effekt auf jeden Fall, danke. Gesammeltes Einkommen, minus 4, ja. Ja, Kontrolle, minus 6, warum gehst du runter? Minus 3, plündern. Dann warnen wir den mal. Das heißt, dann brauchen wir das nicht. Denn das Plündern macht bereits minus 3 aus. Außerdem reduziert er unser Einkommen damit. Was für ein Atzlack. Okay. Ich würde sagen, dann gehen wir auf die Sklavenstelle, holen uns mehr Sklaveneinkommen. Weil es ist ja wohl durchaus so gedacht, dass du dann einfach mal hier das Ding da rausschmeißt und schmeißt mal 200 Sklaven in die Grube und dann, ne, kriegst du, dann bist du hier sofort wieder, bist wieder sofort am Start. So, die anderen Sachen bauen wir nachher. Cruel and dead. Ja. Das werden wir abreißen, das brauchen wir nicht. Und wir können überlegen,
ob wir das hier noch weiter ausbauen. Sagen wir mal, die... Ja, also wenn, dann nehmen wir, glaube ich, zuerst die Imperiale Straße. Wir nehmen, glaube ich, zuerst die Imperiale Straße. Aber in Mingzhou, da steht er halt direkt so press vorne dran. Warum wollen wir das machen? Es gibt keinen... Wenn der uns das plündert, dann sind wir da wieder im Eimer. Also warum, ne? Das ist so nervig, ne? Das ist so nervig. Nein, kein Militärbündnis, Snitch. Wir kommen immer so, willst du ein Militärbündnis? Machen wir ein Militärbündnis? Nein, Snitch, kein Militärbündnis. So, was haben wir hier? Jaden, Bestienmeister, Loyalität und Bonuserfahrung. Er ignoriert das, okay, gut. Das ist schön. Wir kümmern uns aber zuerst um die Revolte. Du solltest plündern. So. Eine Runde. Lord of the Black Court. Lord of Fear. Du solltest dahin. I bow only before dragons. Sorceress of the Dark Convent. Tyrant of Nagaroth. Ja. Knifflige Situation mit dem Fullstack da oben. Dark Sorcery. Behold true power. Stand aside. Erstmal in die Stadt. Setting forth. Faster now. Ja, bleib in der Nähe, tu so, als würdest du da irgendwie, hier auf dem Jadefluss einfach irgendwie so, ja, guck mal so, tu mal so, als würdest du da zurückschippern. So, was ist das jetzt hier in Lijiu? Das ist nur eine Nebensiedlung, ne? Was Peng Lin dabei hat, kann ich leider nicht sagen. Es wäre gut zu wissen, wenn wir es sehen könnten. Und was will der machen? Der will irgendwie hier rüber und dann will der mich da ärgern, ne? Und dann ist ja ganz gut, dass du schon mal da bist. So, und dann? Bau das Ding mal hier für das Einkommen. Wäre cool, wenn die Archen wenigstens so eine Hinterhaltstellung auf See beherrschen würden oder sowas. Mach noch irgendwas Billiges. Druki Sorceress. Müssen da drüben so ein bisschen gucken, was da halt los ist, ne? Boah, Alter, eigentlich sollte der eine andere Armee haben, ne? Aber hey, ja. Malevolent Lord. My will does not bend. What is your dark purpose? Row, damn it! Ich glaube, wir machen hier übrigens mal Schluss. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dahin. Pax vobiscum, Valete.